Willkommen zurück zu SFS Ideas. Willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer weiteren Idee. Und diese Idee habe ich schon seit einer sehr langen Zeit, nämlich die Symmetrieaktivierung. Dabei geht es darum, dass wenn der Symmetriemodus aktiviert ist und man einige der Blöcke öffnet, schließt, anschaltet, ausschaltet, dass es auf der anderen Seite genau gleich angewendet wird. Und ich habe das hier mal mit Landebeinen gemacht, und zwar in einer sehr alten Rakete. Ihr erkennt es vielleicht noch, das ist die Atlantis obere Stufe, also die zweite Stufe der Atlantis-Raketen, wenn sie denn eine zweite Stufe haben. Und zwar haben wir hier natürlich die Landebeine. Die Symmetrie ist aktiviert. Wir klicken auf das Landebein, öffnen es und natürlich, es passiert nichts. Ja? Also es wird einfach nur geöffnet. Stattdessen sollte sich halt auch die andere Seite öffnen. Und das haben wir hier nochmal. Also wir klicken auf das Landebein, öffnen es und beide von den Landebeinen gehen auf. Ist ja relativ logisch. Das funktioniert leider nicht im Spiel. Ist sehr schade. Und an sich macht es auch keinen so großen Unterschied, wenn man auch das andere Landebein einfach so antippen kann, die dann jetzt beide gleichzeitig öffnen kann. Aber stellt euch mal vor, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, vorgeschlagen habe, da konnte man immer nur ein Feld, ein Teil gleichzeitig anklicken und verändern. Dementsprechend ist da halt noch eine ganze Menge Kontext hinzuzurechnen. Dementsprechend, ist es halt ein bisschen verändert. Ich würde sogar heutzutage sagen, ja, weiß nicht, es wäre auf jeden Fall immer noch nett. Sagen wir es so, es wäre auf jeden Fall immer noch nett. Unbedingt nötig würde ich jetzt nicht sagen. Ja, es ist schon eine lange Zeit her. Das war 2021, also schon fast 3 Jahre. Im Juli, um genau zu sein, habe ich das gemacht. Also ziemlich lange her. Ich fände immer noch, das wäre eine ziemlich coole Idee, die einfach hinzuzufügen. Sollte an sich auch nicht allzu schwierig sein, wenn wir auch schon die Teile symmetrisch platzieren können. Dann könnten wir ja theoretisch auch auf diese Teile symmetrisch eine Aktion ausführen. Aber egal, das ist halt nicht meine Sache. Ich bin da kein Programmierer, ich kenne mich damit nicht besonders gut aus. Dementsprechend weiß ich nicht, wie schwer es dann wirklich ist, wie viele Bugs das hervorrufen kann. Jedenfalls würde ich sagen, ist an sich eine ganz gute Idee. Und dann hätten wir auch das. Genau. Also das ist eine recht einfache, kurze Idee. Und das wäre es dann auch mit dieser. Wenn ihr weitere Ideen habt, schreibt die natürlich gerne in die Kommentare. Und ansonsten war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.